Hört ihr mich nicht, wenn ich so leise spreche? Ja, ich schon, Axel nicht. Ich habe dich gehört und ich habe Axel ein Zeichen gegeben, aber der hat dich nicht gehört, weil der hat nicht so einen Monitor wie ich. Ach so, wir brauchen, glaube ich, In-Ear-Monitoring, yes, heißt es. Ja, oder ihr braucht so Kopfhörer. Ja, ich habe zweimal so gemacht, mein zweites. Ja, ihr braucht so Kopfhörer wie in diesen ganzen Festivals, weißt du. Oh, mit ja, das ist auch interessant, diese vielen tollen Gruppen, die bei uns spielen, ja? Mhm. Wenn junge deutsche Gruppen kommen, kommen 11 Sattelschlepper 2 Wochen vorher und da hinten wird aufgebaut, dass wir ein extra Atomkraftwerk brauchen, so viel Strom. Als neulich Robert Plant hier war. Einer der ganz Großen des Rock'n'Rolls, so ein kleines Kästchen, ja, hier hinten, das war's. Ja? Man kann eigentlich sagen, je armseliger die Musik, desto größer der Aufbau da hinten. Ich sage nicht, wer es war. Nicht immer. Ich sage nicht, wer es war. Ja. Robert Plant hat gesagt, wenn er wiederkommt, wird er diesen Schrei mit mir hier live auf der Bühne üben. Echt geil. Yes. Er sagt, it's a kind of primal scream. It's a kind of primal scream. Danke, Sven. Heute Abend, meine Damen und Herren, haben wir fantastische Gäste. Mein erster Gast ist eine junge Schülerin, 10 Jahre alt, Synchronsprecherin, beim neuen Walt Disney familienfreundlichen Welthumor, mega Weltzusammenführungsknaller. Etwas anderes kann Walt Disney gar nicht. Dieser fantastische Konzern. This beautiful company, ja, with its fantastic lawyers, God bless you. Walt Disney hat einen sensationellen neuen völkerverbindenden Film, der auch von der Kritik hochgelobt wird. Sehr hoch. Und dieser Film heißt Susie und Pitch, oder wie? Lilo und Stitch. Lilo und Stitch. Lilo und Stitch, ein Zeichentrickfilm für die ganze kaputte Familie. Nein, also wirklich, das muss man sagen, Walt Disney, I love Walt Disney. They are such a wonderful company. Das habe ich jetzt bei meinen zahlreichen Kurzurlauben kennengelernt. Amerikaner reden nie schlecht über ihre Firmen. Natürlich nicht. Frag mal einen Deutschen irgendwo, ach, ich mag noch 10 Jahre, aber dann ist hier. Ich mache eine Liste an der Wand, wirklich. Dann mach keinen Tag länger. Wenn du Amerikaner, what do you do? I work in the video business. Video business, ja, er beaufsichtigt 10 Blockbuster-Filialen. Ja? Ja. They are such a wonderful company. God bless them. Ich habe noch nie einen Amerikaner schlecht über seine Firma reden hören. Ja, du hast aber auch noch nie einen Mitarbeiter dieser Firma schlecht über die Firma reden hören. Das ist ja was anderes. Wir sind ja sozusagen von der Mentalität her amerikanisch. Die Show ist aus Amerika geklaut. Ja. Ja? Der Spirit kommt aus Amerika und vor allem Toleranz gegenüber den anderen Völkern dieser Erde. Genau. Das ist es. Und mein 10-jähriger Gast heute, Schülerin, hat schon Sommerferien, denn sie kommt aus Berlin, war unser tollen Hauptstadt, ne? Hallo, hast du meine Mark für mich? Hat die Hauptrolle synchronisiert, nämlich Lilo. Lilo. Lilo in dem Film Lilo und Stitch von Walt Disney. Heute Abend bei uns mit dem musikalischen Namen Shiavif Hommelsheim. Mein erster Gast. Shiavif. Ich habe mich informiert, Shiavif ist Hebräisch, ja, und bedeutet übersetzt so viel wie Frühlingslied. Genau. Shiavif Hommelsheim. Und mein zweiter Gast ist einer der jungen Männer, die im Showbusiness das Feld von hinten aufrollen. Er wird kommen in den nächsten Jahren. Er moderiert bereits die Sat.1-Show Questfire. Er war auch mit schon dabei in Marienhof und in zahlreichen anderen Filmen und Serien. Er ist ein großartiger klassischer Pianist, was ich auch nicht wusste. Bisher. Heute Abend zum ersten Mal bei uns und er hat eine aktuelle CD, sie heißt My Way. Ach nein, My Day. My Day. My Day. Meine Damen und Herren, heute bei uns Sebastian Deile. Spiel mal My Way, Helmut. Ich singe jetzt mal My Way. Ich singe jetzt mal My Way. Sehr gut. Ja. Spiel doch mal My Way. And now. The end is near. Oops, and sorry. So I face. Ich kann das gar nicht. Das sing ich halt nicht. Ach komm. Ich hätte es gesungen. Ach ja. Ich hätte es gesungen. Es ist das große. Es ist das große. Jürgen kann das. Es ist das große Finale, vorwiegend, wie soll ich mal sagen, und ich sage das absolut nur als Beschreibung, nicht wertend, homosexueller Kleinkünstler, die sich dem großen Bereich der Travestie verschrieben haben. Wenn sie sich entkleiden
um zu zeigen, dass wir alle nur Clowns sind. Und Sie wissen das, meine Damen und Herren, wir sind alle hier nur Clowns. Klar. Wir lachen nach außen, aber wir weinen nach innen. Und wenn sich diese Künstler dann vor ihrem Publikum in engen Jeans mit nacktem Oberkörper abschminken, vor einem Clownspiegel mit diesen tollen Lampen, wie ich in den Augen habe, dann singen sie, I did it my way. Einmal, da fällt für dich der letzte Vorhang. Du kommst an jenem großen Tor an. Schwingt sich so ab und du sitzt unter das Publikum und heulst. Ja. Und du sagst, fantastisch, es war alles nur Fassade und die Endlichkeit unseres Daseins wird uns in einer solchen Nummer im Café Bimbel in Schleitdorf oder so vor Augen geführt, wo ein Künstler sagt, wir alle sind nur Staub und Dreck. Ja. Ja. Man hat es den ganzen Abend gesehen, aber dann kriegt man es vor Augen geführt. Das ist fantastisch. I did it my way. I traveled each and every highway. Ich brauche eigentlich auch so Augen, wie heißt das, Lieder? Nein, was ist es? Wimpern, ja, Wimpern, die ich mir abreißen kann in der Show. Damit ich abschminken kann, die in jeder Show um zu Hause sein. Nächsten Dienstag, Wimpern? Nächsten Dienstag, nicht denn da ein Weltklasse-Gast. Oh ja, die ganze nächste Woche. Weißt du, wer nächste Woche Donnerstag kommt? David Bowie. Der kommt nur auch mit großen, also ja. David Bowie. Nächsten Donnerstag David Bowie. Ja. Wer kommt nächsten Mittwoch? Mario Adolf? Nein. Auch, Veronika Ferres? Nein. Katja Flint? Heinz Hönig? Nein. Bitte? Frau Kalvers kommt. Frau Kalvers kommt. Frau Kalvers, meine Damen und Herren, willkommen in der Richtershow. What? Ja, Frau Kalvers ist keine Richterin. Ja, eben. Frau Kalvers läutet aber mit großem Erfolg die sensationelle Richtershow-Strecke bei Sat.1 an. Ja, aber sie läutet doch schon die nächste Welle der Psychologinnen-Shows. Der Psychologinnen-Shows. Obwohl ich heute gelesen habe, Pro7, unser Muttersender, will auch eine Gerichtsshow machen im nächsten Klar. Jahr. Drei Gerichtsshow auf RTL und auch noch eine Gerichtsshow auf Pro7. Ja. Ja. Und wer kommt Mittwoch? Also Angelika Kalvers. Und Dienstag kommt der Doyen der deutschen Adels- und Hofberichterstattung. Der Freund des Hochadels, meine Damen und Herren, bei uns am Dienstag, Rolf Seelmann-Eggebert. Ja. His Royal Highness, für mich. His Royal Reporting Highness. Das sind Gäste. Und heute Giavi Fommelsheim und Sebastian Dall. Besser kann es nicht mehr gehen. Ein lieber Freund von uns, Herr Strabbel. I did it my way. Jan Ulrich. Oh ja. Ja, toller Sportler. Am Samstag geht es wieder los, Tour de France. Er wäre nicht mit dabei gewesen. Er war toller Gast bei uns. Dopingprobe positiv gewesen, zumindest die A-Probe. Ja. Liegt die B-Probe schon vor? Nein, die soll heute Mitternacht kommen. Nee, die liegt noch nicht vor, aber das ist natürlich Quatsch. Er hat natürlich nicht gedopt. Woher weißt du das so sicher? Weil er diese man nennt ihn auch Party-Ulle. Also, wie nennt man ihn? Party-Ulle? Party-Ulle. Party-Ulle. Ulle ist ja sein Spitzname, das weißt du. Nee, das wusste ich leider nicht, aber es klingt gut. Hey, nee, Ulle. Ja. Ulle. Und er mit dem Porsche ein bisschen zu viel getrunken. Und ich glaube, er hat einfach Speed oder Ecstasy genommen. Und hat halt ein bisschen es krachen lassen. Falls Sie Anwalt von Jan Ulrich sind, Speed oder Ecstasy. Das Aushängeschild der Telekom hat, vermutet Herr Andrak, in seiner Freizeit Speed oder Ecstasy. Herr Andrak, nicht an mich, Herr Andrak. What do you think about Walt Disney? Ja, aber nein. Ja, aber schlimm ist doch, wenn er gedopt hätte, Epo im Blut und so weiter und so fort. Epo, aber wenn man ein bisschen Blut. Spaß hat, bitte? Und war das nicht mal Erik Silvester Hit? Ja. Epo im Blut. Heute kommen wir vielleicht zu unserem großen Quiz. Wie heißt das Tier? Ich habe das Geld wieder da, meine Damen und Herren. Gestern habe ich es nicht gebraucht, weil wir so randvoll waren mit Material. Heute sind wir auch wieder mit Megamaterial. Ja, aber ich glaube nicht, ich hoffe, dass Jan Ulrich nicht gedopt hat. Er ist wirklich ein sehr sympathischer Zeitgenosse, ein toller Sportler. Es wäre sehr schade. Genau. Aber man kann so leicht reinkommen. Herr Andrak zum Beispiel trinkt hier jeden Abend ein Bier, um die deutsche Bierindustrie zu stützen. Ja. Auch er kann zum Beispiel die Promillegrenze, die zulässig überschreiten, ohne es zu wissen. Und deswegen hat Herr Andrak eine Formel. Genau. Für Sie heute Abend. Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke also zu Ehren von Jan einen Edelstoff. I did it my way. And now the end is near. And so I face my final curtain. Und ein Edelstoff, ja? Ja. Und wie kannst du jetzt ausrechnen, how much promille you got? Ja, also pass auf, die Wittmark-Formel heißt die. Da braucht man erstmal sein Körpergewicht.
Das ist in meinem Fall so 85 Kilo. 85 Kilo? Ja. Ist okay, oder? Größe? Ja, ja, ja. Ich wiege ja auch 88. Ja. Ja. Gott, ja, du bist ja auch sehr schmal, ne? Ja, ja. Also, gebaut. Ja. Und, auch begabt. Nein. Aber nicht so schmal wie Professor Jens. Ich bin übrigens, das, wenn ich das mal sagen darf, von führenden deutschen Intellektuellen aufgefordert worden, weiter über Professor Jens herzuziehen. Ehrlich? Ja. Von wem? Ich kann Namen nicht sagen. Allererste Liga. Epoche machende Köpfe, zum Beispiel des deutschen Theaters. Echt? Absolut prägend. Generationen von, ich kann die Namen nicht, ich kann auch keine Andeutung machen, aber wirklich, Professor Jens scheint kontroverse Codes auszulösen mit dem, was er sagt. Ja. Ich weiß es nicht. So, wie ist das jetzt mit dieser Formel? Okay, ich rechne es. Also, 85 Kilo. When I spit off, more than I could chew. Soll ich jetzt? I did it. Jetzt sag mal, 85 Kilo. Mhm. 85 Kilo. Dann muss man es mal dem Faktor 0,7 nehmen, wenn man ein Mann ist, oder mal dem Faktor 0,6, wenn man eine Frau ist. Das ist halt eben unterschiedlich. Warum das so ist, müssen wir nicht wissen. Nö, ist so. 85 okay. mal 0,7 gleich 59,5. Ja. So, das behalten wir jetzt mal. Kann man das erkennen? 59,5. Ja, ja, geht schon. Das behalten wir jetzt mal im Kopf. Und dann yes, muss man. There were times. Ja, ein bisschen Untergrundmusik. Okay, das soll ich nicht irritieren. Also ich spreche einfach weiter. Das wirst du merken, wenn du an Weihnachten in Kaufhäuser tingelst und so. Da läuft immer Musik. Okay. Während du die Lametta bügelst. Ja. Da läuft immer. Also ich spreche einfach weiter, wenn du singst. Ja. Okay. Gut. Ja. Also, jetzt? Jetzt muss man errechnen. Ich lasse es vielleicht, wenn du singst, albern. Ja, damit man, da hört man es besser, was du sagst. Okay. Welche berühmte Oper ist das? Die stumme Gräfin. Ja, das ist von Mozart. Jawohl, die Zauberflöte. Mein Onkel Walter hat's gewusst. Ja. Mein Onkel Walter. Mein Onkel Walter, herzlichen Glückwunsch, die Zauberflöte. Aber es war die falsche Melodie, es ist gar nicht die Königin der Nacht, ne? Aber gut intoniert. Es ist Papageno, ne? Ja, und wissen Sie, was er dann singt mit verkettetem Mund? Nein. Nee, also, schön. Herzlichen Dank. Sie sind zusammen hier? Nein, meine Frau ist hier. Ah, herzlichen Glückwunsch, für Sie auch 5 Euro, vielleicht für die nächste Oper, ja? 2 Karten. Dankeschön. So. Ich muss aufhören, dass ich das Mikro nicht umstoße. Ja, gestern hast du es umgestoßen. Ja, gestern, also, es gestern steht aber auch im Weg. Das könnte man doch mal ausmessen, oder? Da könnte man doch mal einen Assistenten durchschicken, der sagt, ihr wisst doch, wie er ist. Er steht auf, wie es ihm gerade passt. Er rennt überall hin. Stellt doch das Mikro so hin, dass er nicht ranstoßen kann. Ihr kennt ihn doch. Da kannst du hinstellen, wie du willst. Der stößt auch ran. So wie, ja, so hier, wenn ich so hier aufstehe, sage hier mein Onkel Walter oder da hinten Katharina aus Sachsen-Anhalt. Genau. So komme ich vorbei. Oh, ja? Oh, oh, ja, ja. Wieder gestreift. Ja, aber es hat gehalten. So. Okay. Gut. Also, du hast diese Jetzt Formel. Jetzt muss man wissen, wie viel Gramm Alkohol man trinkt. Woher weiß man das? Es steht zum Beispiel auf der Flasche drauf, dass dieses Bier, relativ viel für ein Bier, 5,6 Promille hat. Mhm. So. Das muss man jetzt mal 8 rechnen, frag mich nicht warum. 5,6 mal 8, dann hat man die Grammmenge pro Liter. Also ein Liter dieses Bieres hat 44,8 Gramm Alkohol. Alkohol. Ja. Da ich ja nur einen halben Liter trinke, gleich durch zwei kommen wir auf 22,4. Dieses teile ich jetzt durch meinen persönlichen Wert, das war 59,5. Und wenn ich dieses Bier getrunken habe, habe ich also einen Promillewert von 0,38. Geht doch, oder? Naja, das heißt aber im Klartext, 2 solcher Bierchen und du bist nicht mehr fahrtüchtig. Ja, ich habe ja keinen Führerschein. Diese Geschichte folgt später. Diese Geschichte folgt später. Übrigens der Zusammenhang von Alkohol und Medikamenten. Wir haben eine E-Mail bekommen von einem Medizinstudenten aus Aachen. Markus Küpper,
Praktikant Matt aus Aachen, ja, der uns Interessantes über das Medikament Ibuprofen, das Helmut zurzeit noch nimmt. Nimmst du es noch? Ich nehme es noch, mir geht's auch noch gut. Ja, es betäubt den Schmerz, den du mit deiner, im Zusammenhang mit deiner Zahnimplantation hast. Ja, 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 genau. Genau, und Markus Küpper schreibt uns, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie in nächster Zeit mit einigen Veränderungen bei Ihrem Bandleader Helmut Zerle zu rechnen haben. Einfluss psychoaktiver Substanzen. Neben ästhetischen und damit für das Fernsehen nicht unwichtigen Nebenwirkungen wie Hautausschlag, Zungenschwellung, Haarausfall und Gesichtsödem ist auch mit zwischenmenschlichen Problemen, Depressionen, psychotische Reaktionen, Seh- und Hörstörungen. Kann alles dazu kommen? Ja. Es wird aber nicht. Ich meine, es ist nur prophylaktisch. Oder spürst du da was? Ich kann dich noch gut sehen. Und, ja, Zungenschwellung und so ja, auch nicht. Nee, nee. Ja, aber My Way kann ich immer noch nicht spielen. Ja, aber das hat nichts mit dem Medikament zu tun. Das hat nichts mit Ibuprofen zu tun, das konnte ich noch nicht. Das finde ich fantastisch. Also man soll da ein bisschen aufpassen. Die Menge, die du nimmst, ist fast nur zu tolerieren, wenn man es wegen Rheuma nimmt. Echt? Schreibt der Medizinstudent. Ja? 200 bis 400 Gramm pro Tag sind ausreichend und die Halbwertszeit liegt zwischen 1,8 und 3,5 Stunden und das Medikament reichert sich im Körper an, wenn die Einnahmeintervalle kürzer als 4 Halbwertszeiten sind. Aha. Das heißt also, eine 4 Halbwertszeiten sind maximal 12 Stunden, 14 Stunden, 4 mal 3,5, wenn ich vom oberen Ende her gehe. Ja, und wie ist das mit Alkohol? Zusammenhang mit Alkohol ist also, Bedienen von Maschinen wird beeinträchtigt. Verstärkt im, ja, dazu zählt natürlich auch Autofahren. Verstärkt im Zusammenhang mit Alkohol. Klar. Ja, gut, dass wir es gewusst haben. Eben. Oder? Ich meine, man hätte es nicht gewusst, aber Kant mit Markus Küpper hat uns darauf hingewiesen. So. Meine Damen und Herren, Deutschland ist Vize-Weltmeister. Ich sage es mal für alle, die es nicht mitbekommen haben, ja, weil sie am Wochenende gegrillt haben oder draußen waren. Für uns war es schon lange klar, der deutsche Fußball ist wieder da, wo er hingehört, eine Weltspitze. Und wir haben uns gesagt, wir wollen medial, so professionell wie es nur irgend geht, dieses fantastische Team und die neuen Leute, die dazustoßen werden, bei 2 künftigen Titeln begleiten. Nämlich dem Gewinn der Europameisterschaft 2004 in Portugal und 2006 die Weltmeisterschaft hier in eigenen Land. Deshalb unsere Kampagne Projekt 04-06, bei der wir den deutschen Fußball begleiten. Wir werden Spielersichtung auch demnächst vornehmen. Genau, wir genau. werden Talente hier in der Region in unterklassigen Vereinen beobachten und ja. dann sagen, Herr Kalmund, bitte ans Telefon, kaufen Sie diesen Mann aus Klopsbach-Dadelsheim heute noch für 50 Euro zu haben und morgen reißt ihn Juve für Milliarden aus der Hand. Klar. Das alles wird passieren im Rahmen unseres Projekts 04-06. Ich wollte ja eigentlich einen Jingle da schreiben. Aber Helmut, das kann doch vorkommen. Ja, ich mach's jetzt nächste Mal. Kein Problem. Ich sage es immer wieder. I did it my way. I did it my way. Schön, dass Helmut überhaupt zum Dienst kommt. Ja? Ja, absolut. Andere würden gar nicht kommen. Wirklich, muss man sagen. Also ein Implantat, das ist ja nicht einfach. Das sind 4. Bitte? 4 Stück. 4 Stück? Ja, nebeneinander. Alle hier nebeneinander? Alle nebeneinander. Die untere Kauleiste sozusagen? Naja, die ganze linke Hälfte. Ah, hoffentlich bleibt mir das erspart. Ja, du hast doch gute Zähne. Nee, ich habe schlechte Zähne. Ich habe auch nur meine Weisheitszähne. Du hast deine Weisheitszähne. Oh, wow, 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 wow. Glaube, ja. Du nicht mehr? Oh, alle raus. Ja, wann denn? Kurz vor der ersten Gesundheitsreform von Herrn Blüm, hat nichts gekostet. Das wusste ich, das wusste ich. Die waren intakt, die waren gesund, wie die eines Elefantenbabys irgendwo in Afrika. Du hast sie dir rausreißen lassen am letzten Tag, wo es noch umsonst war, oder? Ja, natürlich. Und alles Gold machen lassen, war alles umsonst. Du hast Goldzähne? Ja, natürlich. Och. Wo denn? Ja, im Mund. Aha, hier hinten? Du hast Goldzähne? Sensationell, das wusste ich gar nicht. Ich warte, bis hier der Tag kommt, wo der erste Gast... Nicht Goldzähne, Goldbrücken, Goldkronen, Gold... Ja, das sagt man so. Gold, natürlich hat niemand Goldzähne, man sagt Goldkronen. Eben. Goldkrone meint aber Gold, man sagt Goldzähne, meint aber Goldkronen. Statt Amalgam oder... Statt. Amalgam soll ja ganz böse sein. Eben. Hast du alles Amalgam rausmachen lassen? Natürlich. Alles weg und Gold rein. Ja. Mehrere 10.000 Mark, alles bezahlt. Alles umsonst? Alles umsonst. Umsonst? Was, ja, waren, umsonst? Was soll das für eine Reform gewesen sein? Das war 82, vor der ersten, also Ende 82? 81. Vor 20 Jahren? Ja. Mit 16 hast du dir die halbe Fresse rausreißen lassen.
Warum hast du denn eigentlich auch noch die Beine amputieren lassen? Ja, damals war das noch für lau. Wirklich? Du hast jetzt sozusagen, als du wusstest, jetzt wird's teuer, alles raus. Ja, klar. Na, meine Eltern haben halt gesagt, wir wollen es nicht zahlen, damals, ne? Also, und dann geh jetzt mal auf hin. Auf der anderen Seite muss ich ihn ganz schön clever. Stell dir vor, du müsstest jetzt mit eigenen Zähnen rumquälen. Ja, eben. Ja. Donnerwetter. In einer Aktion oder waren das mehrere Tage? Naja, das waren schon ein paar Wochen. Ja, also, ja, erst mal links und dann rechts. Ne? Und aber es ging eigentlich. Palim, palim. I did it my way. Aber seitdem keine Moleste mehr. Keine was? Keine Schwierigkeiten. Moleste? Moleste. Moleste, hulala. Ma moleste, ma petite moleste. So. Singst du gleich auch was am Sommerfest? Du bist in Singstimmung. Ja, aber doch nur gegen Geld, doch nur gegen Geld. Ach so. Du hast mich schon einmal lustig außerhalb dieser 60 Minuten erlebt? Das ist doch nun der ganz große Irrtum, dass Humor eine Voraussetzung für diesen Job wäre. Ich sage es jeden Abend. Depression, Selbsthass und Lustlosigkeit. Ja? Wie Menschen aussehen, die lustig. Wenn Sie Menschen sehen wollen, die lustig sind privat, dann gucken Sie doch ARD. Das Sommerfest der Volksmusik, oder? I did it my way. Aus dem Knopf. So, warum lieben wir den DFB heute ganz besonders, Moleste? Weil IM Molest. Weil sie Gott sei Dank der Frankfurter Eintracht doch die Erlaubnis gegeben haben, in der zweiten Liga. Das muss man sagen. Vielen Dank, DFB. Tolle Sache, Eintracht Frankfurt, einer unserer super Traditionsvereine. Genau. Spitzname unter Fans? Die Eintracht. Die launische Diva. Naja, war aber auch immer die launische Diva vom Rhein und die launische Diva vom Main. Das haben wir uns ja nur mit Frankfurt geteilt, diesen Spaß. War das so? Ja, oh ja. Also, die hat die Lizenz bekommen und das ist toll im Rahmen unseres Projekts 0406, denn Eintracht Frankfurt hat unglaublich viele Spitzenkräfte für den deutschen Weltfußball zur Verfügung gestellt. Klar. Wer erinnert sich noch 1934 Rudolf Gramlich in Italien? Unvergessen. Alfred Pfaff 54 in der Schweiz. Dann Jürgen Grabowski, 66 England, weiß man schon gar nicht mehr. Nee. 70 Mexiko, da war es klar. Und 74 in Deutschland, Weltmeister. Er war im Grunde, glaube ich, der erste Joker. Ja. Kann man das so sagen? Ja, er ist immer zur zweiten Halbzeit gekommen. Ja, er kam und dann wusste immer, Grabi kommt. Also Grabi meinte man damals noch Grabowski. Ja. Grabi kommt von der Bank und macht ihn rein. Dann Bernd Hötzenbein, der Erfinder der Schwalbe. Auch da tut man ihm nicht Unrecht, oder? Hat den Elfmeter für uns rausgeschunden. Großartig. Im Finale eine Legende. Ralf Falkenmayr, Spitzname? Der Bademeister. Wieso? Weil er als Bademeister mal gearbeitet hat. Ralf Falkenmayr, 84 in Frankreich. Thomas Berthold, der schöne Berthold, 86 in Mexiko dabei gewesen, von der Eintracht freigestellt, Zähne rausgehauen. Dann war er auch beim Zähne nicht, einfach nur K.O. geschlagen mit seinem Gipsarm. Ach so, mit den Zähnen, das war Toni, ja. Ja, ja. Dann beim VfB Stuttgart für viel Freude gesorgt. Bei Bayern haben sie geweint, als er ging. Und er war nicht auch in Italien? Bei Juve oder Inter Mailand? Nein, nee. Berthold war nie in Italien? Verona. Ah, stimmt. Ja. Sehr, sehr gut. Ja. 50 Euro. Ja. Wo war das? Wer war das? Was ist das für ein Trikot? Bayer Leverkusen. Jawohl, toller Verein, nächstes Jahr packt ihr es. Das sind die 50 Euro. Ja, cool. Dankeschön, schönes Wochenende. Das muss man wirklich sagen. Hier hinten. Meine Damen und Herren, das sehen Sie ja nicht, aber hier hinten ist es pieksauber. Da kannst du vom Boden essen. Ja? Ich war schon in vielen Studios dieses Landes. Ja? Aber überall sieht es hinten aus wie bei Hempels unterm Sofa. Ja? Versifft und nichts ab. Hier, picobello, die Leitern abgedichtet mit Klebeband und so weiter. Jedes Verlängerungskabel hängt, also, muss man sagen. Ja, ist doch klar, und da steht da sogar die Handtasche der Chefkamerafrau auf dem Boden. Also da muss es doch sauber sein. Die steht auch da? Ja, natürlich. Wo? Komm mal kurz mit, Peter. Die steht da hinten? Rechts um die Ecke. Aber picobello, da ist sie. Dass mir da keiner hinfasst. Dass mir da keiner hinfasst.
So, ich mache noch schnell die restlichen Spieler. Uwe Bein, einer der ganz Großen. Ja, Manni ja. Binz, Andi Möller. Hat Klar. man schon fast vergessen, dass der aus Frankfurt ja, kommt. Natürlich. Ja, dann Maurizio de Car Gaudinho. Ging dann nach Neapel. Ja, klar. Und die Hand Gottes, Andi, ich steige gern mal wieder ab, Köpke. Ja. Insgesamt dreimal abgestiegen. Oh, waren es nicht noch mehr? Nee, ich glaube nicht. Echt? Dreimal. Doppelt, mindestens doppelt Nürnberg, Frankfurt. Und Frankfurt? Nee, ich glaube dreimal. Ist und er hat dafür gesorgt, dass ja. Olli sich mental auf der Bank ranbilden konnte, während klar. 6 Weltmeisterschaften und 42 Europameisterschaften, in der Olli auf der Bank saß. Danke DFB, danke Eintracht Frankfurt. So, wir kommen zu unserer Wahl. I did it my Umfrage hier im Studio. Wenn morgen Wahl wäre, 90,4% Wahlbeteiligung, das ist sehr gut, das ist okay, ein solider ja. oberer Schnitt. CDU, CSU 26,9%, SPD 31,5%, Grüne 8,6%, FDP 23,4% und PDS 9,6%. Das ist doch einigermaßen interessant, oder? Mit der SPD, mit der FDP geht es ein bisschen abwärts. Ja, sehr wenig auch für die Grünen und Sensationsergebnis für die SPD. Ja, warum? Weil der Kanzler einen Brief an sein Volk geschrieben hat. Genau. Und weil er hier in Köln gesprochen hat und gesagt, es geht aufwärts, diesen Fußballgeist, den müssen wir bis zum 22. September schaffen. Ja. Heute Abend ist Dr. Brömme übrigens zu Gast bei Edmund Stoiber. Ja, also in der Disco, wo auch Edmund Stoiber zu Gast ist, ja. Edmund Stoiber ist heute Abend in einer Disco? Ja. Wo? In diesem völlig abgefahrenen Superclub in Berlin, 90 Grad. Da gastiert Stoiber unter dem Motto, die Macht und die Nacht. I did it my... Da gastiert er heute Abend. Ja, und da rockt er als DJ Ede oder was? Ja. Oder als... Und Dr. Brömme wird er dabei sein.